Am 4. November haben sich mehrere Bürgerinitiativen zum Bündnis Berlin-Brandenburg gegen die neuen Flugrouten zusammengeschlossen. Die Schirmherrschaft für das Bündnis hat Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl übernommen. Sie war die erste und letzte Präsidentin der einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR. Am Freitag lud das Bündnis zu seiner ersten Pressekonferenz in Zeuthen ein. Und die Städte und die Gebiete, in denen diese Bürgerinitiativen zu Hause sind, beheimaten insgesamt rund 750.000 Menschen. Damit ist dieses Bündnis das größte Bündnis von Bürgerinitiativen in der derzeitigen Auseinandersetzung und im derzeitigen Kampf gegen Flugrouten und gegen Fluglärm. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass diese wunderbare Gegend einmal massenhaft mit Düsenmaschinen in 500 bis 600 Meter Höhe überflogen werden soll. Aber diese Gefahr droht jetzt. Wir haben uns seit über 10 Jahren auf die veröffentlichten Flugrouten verlassen. Ja, hier in Zeuthen wohne ich und lebe ich. Und das aus Überzeugung. Ja, auch ich bin betroffen. Und ja, ich setze mich auch zur Wehr. Ich bin Mitglied der Bürgerinitiative Leben in Zeuthen und unterstütze das Bündnis Berlin-Brandenburg gegen Flugrouten, gegen neue Flugrouten. Warum mache ich das? Als Präsidentin der letzten und einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR habe ich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im wiedervereinigten Deutschland gehofft. Bei der Auseinandersetzung um die BDI-Flugrouten geht es auch um unsere Grundrechte. Es geht auch um unseren Rechtsstaat und es geht auch um die Frage Willkür oder Demokratie. Die Bürgerinitiativen, die sich zum Bündnis Berlin-Brandenburg zusammenschließen, verbindet ein gemeinsames Ziel. Wir werden keine Flugrouten zulassen, die nicht dem Planfeststellungsverfahren zugrunde lagen. Und wir werden... in Gemeinden und Regionen akzeptieren, deren Betroffenheit im Planfeststellungsverfahren nicht vorgesehen und auch nicht erkennbar war. Massenhafter Fluglärm macht krank. Er beeinträchtigt die Entwicklung unserer Kinder, beschränkt ihre Aufnahmefähigkeit und ihr Lernvermögen. Und das dauerhaft. Schon vor fast 20 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung der Zivilisationskrankheiten wie Stress- und Kreislauferkrankungen in Europa die Strategie der lebensweltorientierten Gesundheitsförderung in Gang gesetzt. Die Kommune ist eine solche Lebenswelt. Die neue BBI-Flugroutenpolitik hebelt die Erfolge der WHO-Strategie aus. Wir sind keine Fortschrittsverweigerer. Wir sind keine Gegner des Luftverkehrs. Der Luftverkehr hat die Welt zusammengeführt und wir brauchen ihn. Ich stehe auch heute noch manchmal staunend vor den Giganten der Lüfte und bewundere das, was Menschenhand geschaffen hat. Aber wir Menschen haben es auch in der Hand, Flughäfen so anzulegen und Flugrouten so zu planen, dass diese Flugzeuge nicht über Häuser und Gärten donnern. Unmissverständlich. Herr Oberwald, Herr Platzek und Herr Ramsauer. Nicht die Bürger, nicht die Gemeinden müssen sich an einen runden Tisch setzen. Setzen Sie sich an einen Tisch, ob rund oder eckig oder oval, und treffen Sie endlich Entscheidungen, für die Sie sich in Äußerungen und Ankündigungen stark machen. Sorgen Sie für Flugrouten, die dem Planfeststellungsverfahren entsprechen, und stellen Sie das Vertrauen der Bürger in die Demokratie wieder her. Ich füge als ehemalige Politikerin hinzu, dass die derzeitige Situation bei der Diskussion um die geänderten Flugrouten das Vertrauen in verlässliches politisches Handeln erheblich erschüttert hat.
jetzt bestätigte Standortentscheidung für die Blankenfelder unmenschlich ist. Sie lässt sich nicht dadurch korrigieren, dass nun mit neuen Flugrouten Hunderte, Tausende, also wir haben gehört 750.000 neue Betroffene im Flugflaum gefangen werden. Uns neue Betroffene sollten aber gerade deshalb niemand das Recht auf eigenen Protest absprechen, genauso wenig wie das Recht, uns gegen die Willkür der neuen Flugrouten zu wehren. Wir haben hier Wohngebiete entwickelt, es sind Menschen hierher gezogen in den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, die sich ganz intensiv am Flughafen informiert haben, die zu den Planungsbehörden gegangen sind, sich darüber informiert haben, ja, wie sieht es denn aus, und ganz bewusst sind sie hierher gezogen. Es gibt eine Reihe von Leuten, die sind aus Schulzeit weggezogen, das muss man sich mal überlegen, weil dort Lärmzonen prognostiziert wurden und sind hierher gekommen. Und plötzlich so eine Sache. Ich sage hier als Planerin, es ist ja wohl ein Unding, dass bei diesen großen Vorhaben plötzlich diese Rechtsverbindlichkeit nicht mehr gelten soll. Bischof Märkischer Allgemeine, Frau Bergmann-Pohl, Frau Burgsteiger, Sie sagen, Sie lassen die Blankenfelder nicht im Stich und Sie sagen, Sie wollen zu den alten Flugrouten zurückkehren. Aber gerade diese alten Flugrouten bescheren Blankenfelder, Mado, eben sehr viel Lärm. Und auch in Neichwalde und Zeuthen würden neue Flugroutenüberlegungen die Orte möglicherweise entlasten. Also greift die Forderung zurück zu, die Forderung hin zu den alten Routen, weg mit den neuen, nicht viel zu kurz. Und ich habe zum Schluss nochmal eindeutig gesagt, es kann nicht sein, dass Hunderttausende neuer Leute betroffen sind, die sich praktisch auf das Planfeststellungsverfahren verlassen haben, sich auf politische Äußerungen verlassen haben, nicht geopfert werden, zugunsten der Blankenfelder. Erstens treten wir Mado Blankenfelde voll bei in der Forderung eines strengen Nachtflugverbots zwischen 22 und 6 Uhr. Die kämpfen ja im Moment dafür, da wollen wir sie unterstützen. Da gibt es auch verschiedene Kanäle, wo das schon angesprochen worden ist. Und zweitens muss man ja sehen, dass die abknickenden Flugrouten dazu führen, dass Mado und Blankenfelde unter Umständen das Nachtflugverbot völlig verlieren. Wir natürlich auch. Aber man muss wirklich sehen, dass planfeststellungsrechtlich, wenn jetzt, ich sag mal, nördlich und südlich an Mado und Blankenfelde vorbeigeflogen wird, dass dann das Nachtflugverbot unter Umständen keinen Bestand mehr hat. Und das würde bedeuten, dass Frau Dr. Bergmann-Pohl hat das eben schon gesagt, ich sag's nochmal, die würden zwar jetzt erstmal gewinnen, aber wenn dann später die Flugzeuge rechts und links auch nachts fliegen, dann haben sie nicht wirklich was gewonnen. Aber alle anderen, die ganze Region ist großflächig verlärmt worden. Und das muss man sich sehr genau überlegen mit dem Nachtflugverbot, ob das Bestand hat. Es hat keinen Bestand. Sie sagten, massenhaft der Flugverkehr macht krank. Was sagen Sie den Menschen? Sollen die massenhaft krank werden? Das wäre nicht besser, ohne Zweifel. Aber was haben Sie den Leuten ganz konkret? Ich sage mal so, die Blankenfelder Maloer sind ja seit über 10 Jahren über diese Flugrouten informiert gewesen. Sie haben sich auch dagegen gewehrt, sie haben auch dagegen geklagt. Wir dagegen wurden gar nicht zugelassen auf dem Klageweg vom Bundesverwaltungsgericht, weil uns gesagt wurde, wir sind überhaupt nicht betroffen. Man kann doch jetzt nicht die Betroffenheit gegen die Gutgläubigkeit anderer Regionen, wo zusätzlich noch Tausende von Leuten ausspielen. Und genau das finde ich die Politik, die möchte, dass wir uns jetzt gegenseitig zerfetzen, damit sie